Ich habe hier ein Gitter und mein Ziel des Experiments ist die Wellenlänge. Lambda ist die Wellenlänge von blauem Licht ist gleich Fragezeichen. Und das Ding ist ein Gitter, das heißt, es hat ganz viel hier feine Linien, aber die sind so fein, dass ich die nicht sehe. Aber das steht hier drauf. Gitterweite 1000 Nanometer, das heißt immer der Abstand zwischen zwei Linien. Ich nehme das jetzt mal B. Also B ist 1000 Nanometer, 1000, Nano ist 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 9 Meter. Also können wir die ganzen Nullen verschieben, das wäre also ein Millionstel, 1 mal 10 hoch minus 6, also zwischen zwei Linien ist ein Millionstel Meter Abstand. So, weiter. Und da muss Licht durch. Ich habe hier 12 Volt angeschlossen, die Lampe geht hier so auseinander und hier ist sie parallel, das ist für uns interessant. Mit der schwarzen Blende das mal hier so abdecken, damit wirklich nur noch Licht nach vorne geht. Und dann, wenn ich hier diese Blende einbaue, dann habe ich hier so eine feine Linie, kommt hier auf ein Papier und dann muss an die Stelle eben noch das Gitter eingebaut werden. So, und dann sehe ich hier Regenbogenfarben. Und dann denke ich mir ein Dreieck. Also hier geht's los. Ich interessiere mich für das blaue Licht. So, genau, ungefähr ist blau. So, spannend ist der Winkel Alpha. Das ist die Länge L, also ich nenne es L, im Buch ist manchmal anders, für Länge und hier D für Distance, manchmal andere Buchstaben, aber egal. Und hier habe ich einen rechten Winkel und jetzt kann ich Alpha berechnen. Also dieser Winkel, unter dem das blaue Licht erscheint, lässt sich rechnen mit dem Tangens. Also Tangens Alpha ist D zu L, ausrechnen, Shift Tangens, fertig. Weiter geht's. Ich kann, wenn man es nicht gut sieht, kann ich es auch mit einem breiten Licht machen. Ja, dann ist hier alles ganz breit. Und dann habe ich auch wieder hier meine Länge L. Und hier ist der Vorteil ist, ich sehe es hier genau. Und hier habe ich mein D und hier habe ich mein Alpha. Mal beides ausprobieren. Dadurch, dass es breit ist, ist es sauberer zu sehen. So. Und dann wieder Alpha ausrechnen. Und das ist jetzt hier das Gitter. Ja? Also ich habe hier das Gitter, ich habe mein B, B ist der Spaltabstand, B ist 1,0 mal 10 hoch minus 6 Meter, kenne ich. Und hier ist das blaue Licht. Ja? Hier ist auch blau, aber weil da auch noch Rot und Grün dabei ist, schaut es weiß aus. Ja? Das ist dieses, und das ist das nullte Maximum. Ja? Das ist das Weiße in der Mitte. Und wenn diese Länge, Delta S, genau Lambda blau ist, dann habe ich hier das erste Maximum. Und das ist das, was ich hier gesehen habe. Ja? Also ich habe hier das nullte Maximum, also hier ist blaues Licht, aber eben auch rot-grün-blau gleichzeitig und deswegen scheint es weiß. Dann habe ich hier das erste Maximum, dazwischen habe ich ein Minimum und hier ist wieder Minimum und das ist auch das erste Maximum. Ja, also das ist genau die gleiche Situation. Und ich hätte hier drüben wahrscheinlich nochmal so ein zweites Maximum, aber das ist sehr schwer zu sehen. Das ist so dunkel, also ich habe es da noch nicht so richtig erkennen können. Und dieses zweite Maximum hätte ich, mal ein bisschen radieren, so, das zweite Maximum würde auftauchen, so, so, also wenn ich hier zweimal Lambda hätte, ja, dann hätte ich wieder ein Maximum. Genau. Und jetzt lässt sich mit diesen ganzen Formeln, also ich mache mal groß, ja, dieses Dreieck, hier ist Lambda, B kenne ich, Alpha habe ich vorher ausgerechnet, hier ist der rechte Winkel, also jetzt habe ich den Sinussatz, Sinus Alpha ist Lambda zu B, weil ich beim ersten Maximum bin Lambda, im Buch ist oft so ein K drin, ja, also ich habe hier quasi einmal das Lambda, wieder weg, so. Deswegen ist K beim zweiten Maximum zweimal Lambda, beim dritten Maximum dreimal Lambda und so. Und jetzt kann ich das Lambda berechnen. Ich möchte nicht die ganze Formel hinschreiben, so ein bisschen was müsst ihr schon selber denken. Genau, aber eigentlich habe ich es jetzt ziemlich vorgekaut.